Andrang spürbar stoppen. Verstehen wir uns? Weil Sie genau dasselbe Problem quält? Dann wissen Sie auch um die vielen körperlichen Beeinträchtigungen aufgrund des unfreiwillig warmen, feuchten Milieus im Intimbereich. Gut möglich, dass Sie überdies ständig mit Harnwegs- und Blaseninfektionen zu kämpfen haben. Oder hat sich das Ganze schon zu einer Harnwegsinkontinenz ausgewachsen? Wie auch immer, Ihre Psyche dürfte ebenso beeinträchtigt sein wie Ihr Sozialleben. Stimmt's? Und macht Sie das nicht auch langsam, aber schier sicher verrückt? Ich wette, Sie machen es wie alle anderen Männer, die von so einer Inkontinenz betroffen sind. Sie verkriechen sich in ihrem Schneckenhaus der Scham und schränken ihre Bewegungsfreiheit stark ein. Wahrscheinlich vermeiden sie es zum Beispiel, lange Strecken mit dem Auto zu fahren oder an fremden Orten zu übernachten. Wohlmöglich würde ich heute noch unter diesen Höllenqualen leiden, wenn ich nicht gelernt hätte, dass die Inkontinenzqual kein Schicksal ist. Nichts und niemand muss ständig müssen. Auch Sie nicht. Bleiben Sie entspannt.